Servus Leute, hier sind wir wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013 Megaprojekt mit Doc, Moin. guten Moin. MacManius Grüßt euch, Leute. Und dem lieben David. Ja, servus. Hallo. Bist du der liebe David? Weiß ich nicht, ob er lieb ist, aber ich sag's einmal so. Na klar. Er arbeitet immer brav bei uns, weil ich genau. höre dann immer Gutes. Ja. Ist der? Wie ihr gerade seht, also Feld 16 ist komplett angesät mit Weizen, Feld 5 und 6 jetzt auch gleich. Das heißt, wir werden gleich vorspulen in der Hoffnung, dass die große Nachfrage kommt, dass wir endlich mal unser Lager leer kriegen und vor allen Dingen das Konto sich füllt. Haben ja. wir schon alles gedüngt? Alles gedüngt. Dank Na David. Dann. Ist euch eigentlich Wem klar, sonst? Dass der Dominator 15 Stunden runter hat? Das sind 60 Parts Dreschen. Ja, und der Schlüter, in dem ich hier gerade drin sitze, auch 15 Stunden. Geil. Ja. Wie viel Parts hast du schon online? Du hast irgendwas mit 4,25? Oh, ich hatte, glaube ich, 23. MacManius hat 30. Weiß es gar Habe ich nicht echt die meisten? 21, meisten, 22, ja. sowas in dem Dreh habe ich. Ich bin der Fleißigste. Ich habe 27, glaube ich. Nein, oder 28. Der Doc ist der Fleißigste. Nee. Ja, der Doch. Hat viel Offscreen gemacht. Ja, weil du hast echt viel Offscreen gemacht. Ja, ohne das dich ist wahr. Wären wir gar nicht so weit, Doc. Und ja, dafür das kriegst du jetzt voll die Ehrenmedaille. Ich hätte glaubt, ein High Five. Voll fettes Fleißbienchen, wa? Ja. Ich dachte auch ein High Five. Ich hätte auch glaubt, ein High Five. Okay. High Five! Batsch! Batsch, das war eine Fresse. Können wir die Zeit hochhauen? Macht ihr euch über meinen High Five lustig? Ja. Nein. Nein, überhaupt nicht. Achso. Können wir die Zeit hochhauen? Ja, meinetwegen. Map. Dass wieder hell wird und wir was zu tun haben. Jetzt können wir nachher Gras mähen. Ja. Ich möchte schaufeln. Ich will auch mit Gras mähen. Ist mir egal. Ich war da auch. Ich sammle auch auf. Ich kann auch dreschen. Mir ist das egal. Also mir ist auch es eigentlich auch egal. Ich will also irgendwas mit die, Gras. In die Futtermischmaschine muss auf alle Fälle ein bisschen die Silage reingeschaufelt werden, ne? Ich hab grad den Hänger dran. Da ist nämlich voll. Ja. Und den können wir auch nicht leer machen, weil die Willst Kür du zu mich wenig umbringen? Verbraucht. Ja, dann fährst Never. Du halt mit dem Weidemann da halt mal hin. Ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Skill wir können die Mischstation im Moment mal ein bisschen pausieren lassen. Nein, die ist wichtig. Naja, ja, die aber kann man ja dann wieder Hänger befüllen. Hier stehen und da geht nicht leer zu machen. Und also der ganze, da passt ja gar nichts rein. Die Mischstation muss auf jeden Fall mal pausieren, weil wir haben so viel. Ich glaube, das Zeug, wenn wir es verkaufen. Du brauchst nur mal zwei Schaufeln da reinschmeißen. Mehr braucht auch da gar nicht rein. Wenn da 4 Tonnen drin sind, dann mischt die Mischstation schon genug. Ja, aber da hängt auch. Ich glaube, ich habe einen Stalker. Das ist doch egal. Nein, überhaupt nicht. Das ist doch ich egal. Weiß nur gerade nicht, wo der Drescher steht. Also David, wo stehst du mit dem Anhänger? Der steht am Feld 16. Nein. Okay. Der Drescher ja. schon. Ja, aber der Anhänger, der steht in der Schale Halle. Hier im unteren genau. Halle. Der Weidemann hat einfach auch schon 7 Stunden runter. Ja. Aber davon genau. hatte ich glaube ich Also einige. Der Case hat auch 6,7. Ja, den fährst du ja auch die ganze Zeit leer. Ja, richtig. Ey. Der ist ja eigentlich zum Dieselverbrennen nur da. Ey. Ich tu hier ansehen wie ein Mann, alles allein. Aua! So. Aua. So, warte mal, da fahr ich jetzt mit dem Case. Soll ich mit dem Case mal runterfahren? Grasmähen, ja. Aber du könntest mir zumindest den Hänger da zum Feld stellen, dann kann ich selber abdrücken. Aber natürlich, sehr gern sogar. Was ist denn auf dem Feld drauf, Raps? Weizen. 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 Du kannst ja mit dem Ladewagen hochkommen und das einsammeln. Oder? Wenn es denn mal soweit ist. Wir ja, haben jetzt auch übrigens noch einen Schlüter in der Halle beim Hof stehen. Ja, da müsste der Schwader dann drin hintergehängt werden und dann, wenn du da mähst, dann halt direkt ist der gleich nicht hinterher Schwader. Oh nein, der Verrückte. Schnell weg. Was macht der Weidemann da am Hof hier oben? Ich fahre den zur Kurveweide, dann können wir mal wieder 2 Paletten verkaufen. Schafdings für uns, aber egal. Schafweide meinst du? Schafweide, ja. Kühe geben keine Wolle. Ich? Nicht? Wieso? Wieso? Sind das, nur sind das nicht hier so Jacks oder so? Das sind doch Jacks, wir haben doch Jacks, wir haben doch keine einfachen Kühe, so. Wir haben doch Jacks. Der Guten fährt im Weidemann im Hühnerstall. Mal eine Frage, kennt ihr diese Bullen, diese gigantischen Zuchtbullen, die hier 1,5 Tonnen auf die Waage bringen, diese ja, das belgischen, glaube ich. Das bringt aber jede, halt eine Kuh bringt das auch fast drauf. Also 800-900 Kilo bringt dann Kuh. Ach David, kennst du die nur Muskeln haben? Ja. Die komplett aus Muskeln bestehen. Ja. Muskeln und Samenstränge natürlich. Wichtig. Ja. Wieder guten. Ihr müsst mich immer so reduzieren.
Ich hab natürlich, Markus, ich hab natürlich aus Versehen den Anhänger mit runtergenommen. Ja, ist okay. Ich fahr nachher extra abtanken hinunter. Nee, ich spring grad wieder. So. Sag mal, haben wir eigentlich das Wachstum weiterhin auf schnell stehen? Ja, immer noch. Immer. Gut. Wo möchtest du denn hinhaben, großer Meister? Ja, egal. Weil das hier irgendwie nicht wächst. Fahr mal ein bisschen weiter vor, weil du machst ja Vorgewende. Dass er ins Rollen anfängt. Nein, ich hab die Keile drunter. Ah, okay. Ja. Bin ja nicht doof. Das hier fertig, ist das gedüngt? Sieht so ungedüngt aus. Aber ich sehe keine Keile. Das düngt meinst aber nicht. Zuschauer hätten es fast geglaubt. Oh. Beide nicht. David, was machst denn du? Komm, wir gehen runter Gras machen, Mensch. Es ist aber noch nicht gewachsen. Ach so, da ist es schon eingesammelt komplett? Da ist noch Flatland. Flatland. Feld 20, Feld 20 ist kann, fertig. Ja, genau. Ja, aber ihr könnt ja gleich komplett durchfahren, oder nicht? Nachher. Aber David, du kannst doch den Ladewagen oben stehen lassen und kannst wieder mit runterkommen, weil hier oben steht ja noch ein Schlüter, um den Ladewagen oben zu benutzen. Ich habe übrigens einen Fehler gemacht mit der Aufnahme und so. Warum? Mir wurde extra gesagt, ich sollte unbedingt mal wer mit Controller spielen. Yep. Ja, kann man nichts machen. Nächste Mal. Und Markus erinnert mich dran. Bestimmt. Dass du mit Controller spielen sollst. Dass ich mit Controller spielen soll, genau. Den mache ich. Das ist schön. Das ist nett. Vielleicht klappt es ja. Bestimmung auf okay. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob es den angeschlossen hat. Ich hab auch drauf, schon überlegt. Aber man müsste ja einstellen, hier Gas, Bremse, weil die Standardeinstellung ist für ein. Für ein, ja. Genau. Am Dienstag war ich ja kurz beim Saturn, wo ich mir auch den Farm Champion Simulator gekauft habe. Und da habe ich mir schon angeschaut, soll ich mir einen Xbox 360 Controller kaufen? Und dachte, nein, 4 Euro. Aber mal ernsthaft, Lust. Wie kommt man sich da an der Kasse vor? Was? Mit dem Farm Champion Simulator? Ich habe mir ja ein Koaxialkabel auch noch gekauft. Ach so, hast du gedacht, du bist noch ein bisschen technisch. Sicher. Halt, ich habe nur sozusagen für meinen kleinen Sohn oder was. Ja, ja. Verstehe. Oder für meinen kleinen Cousin habe ich das mitgenommen und sonst habe ich mir ein Koaxialkabel gekauft. Okay, bam! Verstehe. Genau. Und dann bin ich hier noch einmal extra raufgegangen, weil ich vergessen habe, die Barkarte bei der Kasse zu geben, dass es abstempelt, dass ich 2 Stunden Gutschein sozusagen drauf bekomme. Ja. Und Herr ich noch einmal hingehen müssen. Naja. Herr Milchtruckfahrer, jetzt stehen sie da und stinken, ne? Hey, jetzt kommt er nicht vom Weg hier. Aber Geld hat er schon gegeben, dann lassen da auch nicht. Wieder, jetzt ploppt er auf einmal weg. Ups, ist er weg. Ja, der kann halt zaubern. Der hat gesagt, Scotty, Energie. Ja. Aber das Spiel ist ja nicht einmal, halt, das hat zwar USK 0, aber Baggy 3. Oder okay. Baggy, oder wie das heißt, bla bla. Wie gibt's das denn schon spielen? Ich weiß nicht, ich habe die Mama nicht gefragt. Mach ich wie, auch, du ne? Hast nicht gefragt? Ich bin einfach hingefahren mit dem Auto und habe gesagt, ich will das haben. Markus. Da haben wir doch letztens drüber gesprochen. Haben sie dir denn damals nichts beigebracht? Wann damals? So vor 50 Jahren in deiner Jugend. Okay. Der Guten ist ein Stinker heute, ey. Nicht. Ja, ich bin heute fies. Ja, der Guten ist heute einfach nur ein Stinker. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Der ist schon fertig mit Mischfutter, voll mit Mischfutter. Ja, sagen Sie schon. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Ja, deswegen brauchen wir da erstmal auch großartig nichts mehr schaufeln. Ja, ich verstehe. Okay, alles klar. Ja, ich bin alt. Ja, lieber in die BGA und da Kohle rausschöpfen. So, gut. Okay. Hast du schon eine Palette verkauft, sehe ich gerade? Jo, eine habe ich schon weg. Die zweite. Ja, das kommt gibt wirklich 3.500, oder? Drei, glaube ich, waren es, oder? Ich weiß es nicht genau. Also, ja, um die 3. Es passt. Sag mal Bescheid kurz, bevor du die zweite jetzt. Das heißt, wir haben dann schon 12.000. Also die Schafe bei der nächsten Palette, nach der, die ich jetzt verkaufe, haben die sich dann schon plus minus 0. Ja. Da oben habt ihr den Ladewagen hingestellt. Ja, ich habe ihn schon mal hochgefahren für dich. Ja, den weiß ich jetzt wieder weg. Wisst ihr zufällig, bringt das Gras mehr, wenn es höher wächst, wenn man es höher wachsen lässt? Jetzt wächst es gerade hoch. Ich meine schon.
Oh. Weizen. Weizen! Nein, das kann doch nicht wahr sein. Wie lange läuft die Nachfrage? 18 Stunden, ja, dann können wir noch ein bisschen warten. Das haben wir gerade Weizen angebaut? Ja, ne? Ja, genau. Ja, aber. Und rate mal, wessen Idee es war. Ach so, Weizen haben wir 116 Tonnen im Lager. Wow. Und dann angebaut auch noch mal. Ja, genau. Wir warten, 70. bis das hier fertig ist. Und das, wenn das fertig ist, dann fahren wir ab. Boah, sorry, da muss ich mir glatt mal am Schnippi ziehen. Oh, nein. Ja. Kennt ihr das? So, wenn man sich vor Freude am Schniedel zieht? Ich weiß nicht, ich mach das selten. Ich mach das nicht. Freude. Oh, ihr seid so erwachsen. Mach das immer vor Langeweile. So. So, jetzt nehmen wir mal bald alle Gerätschaften hier herum weg. Der eine bringt einen Ladewagen, der andere holt ihn wieder ab. Also ich hab richtig Bock, mehr Schafe auf Dauer zu machen. Das lohnt sich. Ich möchte mehr Kühe. Ich finde es gerade total genial, David, wie wir hier voll Stereo fahren, oder? Gell, sieht gut aus. Ey, wir sind eigentlich total geil. Total also nicht nur jetzt, nicht nur in Real Life, sondern halt auch so bei LS und so. Ja, na klar. Besten halt. Oh, wir sind geil.